gleich College. Ja. Klärt ihr? Ja. Soll ich sagen, soll ich welche mitbringen? Mansur, rate us from 1 to 10. Yeah, rate Eldos. Yeah. Glaubt ihr, wir sehen aus wie Studenten gerade? Ja. Nein. Sie sieht aus wie Studenten. Wir haben keine Rucksäcke. Wir sehen nicht schlau aus. Ja, man sieht, man setzt den an, so. College Outfit. Ich sag, Sydney sieht zu alt aus. Bro. Man kann immer. Look in my eyes, tell me your tale. Do you see the road? A match to my soul. To be the size. Whenever the smoke clear out of my face. And my picture perfect. So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Wir sind bei der UCLA, eine der bekanntesten Universities. Kenne ich sogar bei Basketball, glaube ich, sogar die beste. Ja, ein Thema, was sehr viele interessiert. Ihr habt es immer reingeschrieben. Und mich persönlich interessiert es auch sehr, 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 sehr doll. Und wir sind jetzt zum ersten Mal auf dem College Campus. Ihr habt mir bei Twitch, habt ihr mir geschrieben, dass eine Deutsche bei UCLA Basketball spielt. Die habe ich angeschrieben und sie ist so nett und führt uns hier ein bisschen rum. Facility, Fragen beantworten. Ich habe euch Fragen stellen lassen. Ich bin mal sehr gespannt. Auch natürlich zum Thema Partys, was auch immer. Werden wir alles fragen. Musst du was aufs Studio? Und ich hoffe, dass eine zu mir kommt und sagt, du warst hier uns. What? Bruder, wie soll das passieren, Bruder? Auf jeden Fall lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich freue mich so toll. Endlich College. Serie in Schule wieder. Mich interessiert so doll. Ich habe schon mal überlegt, man kann ja immer noch studieren. Nach zu studieren oder was? Und hier zu, einfach auf College zu gehen. Was laberst du? Abgeht, so. Ich will berichten. Mich interessiert das so toll. Ist das so wie im Film? Wie sieht's hier aus, wenn ich Starting Quarterback bin oder so? Ja, Bruder, Quarterback. Hier ist zum Beispiel jetzt so ein Fußballplatz. Aber in Amerika ist alles mit Kunstrasen. Richtig komisch. Ich weiß nicht warum. Damit sie sich nicht drum pflegen müssen oder so. Auch im Footballstadion. Ich war mal in so einem Stadion, wo Super Bowl gespielt wurde sogar. US Bank Stadium in Minnesota. Einfach auch bei LA Rams gestern. Das ist einfach Kunstrasen. Ich war voll enttäuscht, als ich da unten war. Ich gehe so rauf. Ich denke so, hä? Sieht immer so clean aus, aber es ist Kunstrasen. Ja. Ich sage, wir würden die auseinandernehmen. Ich bin gespannt, was sie noch für Sportarten sind. Vielleicht bei E-Sports, dann könnt ihr auch Stipendium bekommen. Ja. Ihr bekommt Stipendium. Fußball? Wir nehmen euch auseinander hier. Gibt Stipendium? Kann sein, dass nach heute? Kann sein, nach heute ich mache Bewerbung hier. Ich bezahle. Pay to win? Ja. Ohne Stipendium. Egal. Wollt ihr so ein bisschen Campus rumlaufen oder? Ja. Was ist Campus? Campus ist alles hier gerade. Du bist gerade auf dem Campus. Also jetzt gerade sind wir im Südwesten vom Campus. Das ist eher so Athletics, da sind alle Sport in dem Gebäude, wo Acosta Athletic Training Complex steht. Alle Sportarten sind auf Football und Basketball. Was habt ihr alle für Sportarten zum Beispiel? Ziemlich alles. Gibt es E-Sports? Viel. Wir haben hier zwei E-Sportler. Leider nicht. Neue, bald neue. Da hinten ist unser Leichtathletikstadion. Fußball, wir brauchen nochmal ein Fußballstadion da hinten. Ist Fußball hier groß? Also letztes Jahr, ja, letztes Jahr hat unsere Frauenmannschaft die Championship gewonnen. Ja. Also die sind echt gut. Und dann hier auf diesem großen Platz, da kann auch Normalstudenten drauf. Ja. Halt einfach um Sport zu treiben. Ja. Das hier ist die Halle, in der wir spielen. Kann ich hier leider nicht rein mitbringen, weil da unten ein Event drin ist. Da spielt Volleyball und Basketball. Und Gymnastics auch. Wie viele sind hier auf dem Campus oder auf der Uni? Die Uni ist nicht so riesig. Die sind nur Leute. Die sind ja, wahr. Hey, ja, du kennst Leute. Ja. Erstens, wir studieren nicht, zweitens, wir kommen aus Deutschland. Ja, ich glaube so 60.000 oder so. 40. Oh, warte mal. Hört sich viel. Ja, auf der Uni hier. Genau. Und ihr wohnt hier? Ja, also zum Beispiel, wenn ihr hochguckt, da oben seht ihr diese ganzen Gebäude. Das sind die Dorms, also da wohnen Leute, die auf dem Campus wohnen. Das sind dann meistens. Und dann, ich wohne jetzt so ein bisschen in die Richtung off-campus, aber auch University House, also von der Universität. Ja, ich wohne mit drei von meinen Teammates. Ich habe ein eigenes Zimmer, aber wir teilen uns das Wohnung. Okay. Also jeder hat sein eigenes Zimmer, wir haben zwei Zimmer. Wie sieht so ein normaler Tag aus auf dem College? Also, ich mache ja Sport hier, ne? Also es ist jetzt ja nicht so wie so ein... Sie ist Basketballspielerin, by the way. Ja, genau. Auch danke, dass du dir Zeit nimmst. Klar, kein Problem. Ich habe heute einen Off-Day, also check heute an die Instagram ab, sehr nett von dir. Kein Problem. Genau, also bei uns fängt Training meistens um 8 Uhr an. Das heißt, wir müssen 7.30 Uhr spätestens da sein. Ich bin meistens um 7 Uhr in der Halle. Hol ich mir Frühstück in der Halle. Wie alt bist du? Ich bin 20. Okay. Krieg Behandlung. Kriegt ihr dort Frühstück? Ja, da gibt's so Bagels, die machen uns Smoothies, Acai-Bowls, sowas. Also free. Ja. Das ist stark. Ja. Ist aber auch eigentlich nur für Basketball und Football so richtig so, dass wir dafür kriegen. Aha. Die anderen Sportarten kriegen wir jetzt nicht so viel. Um 8 Uhr fängt Lift an, also halt Krafttraining. Das ist übrigens unsere andere Deutsche in unserem Team. Die ist gerade zwei Deutsche? Ja, sie ist aus München. Also ist gerade noch in München, ist leider verletzt gerade. What's up? Ihr seid Deutsche? Yeah. Hi! Ey, helft uns mal mit bei der Campus-Tour.
Was geht? Los. Es gibt viele Deutsche. Ich bin kein Deutsch, ich spreche ein klein bisschen Deutsch. What's up, bro? What's up? Overrated college parties? Yeah. In Germany we think it's like Project X. Yeah, but it's not. The Netherlands? Yeah. Okay. So you're in Netherlands? Bochata. Bochata. Rot, rot. Amis trinken viel? Ja, ja, ja. Ich glaube, die wollen immer so richtig crazy gehen, obwohl es gar nicht so crazy ist. Ja. We want to see a party. Yeah, not American. Soccer or football? Yeah, soccer. Soccer. But that's football. Hey, wie viele Deutsche sind hier auf einmal? Wusstest du das? Nein. Ja. Das ist Lina, Basketball. Wir wollen eine Fußball-Challenge gegen euch machen. Ja. Soccer-Challenge. Football-Challenge. I beat you up with socks. Yes, no? Yeah. Yes, with the best player. I beat your ass up. I'm professional at moment. Und ihr spielt in einem College Fußball. Ja, ja. Warte mal, schon mal sehen. Ja. Cool. Dann schreibe ich euch an. Ach, ihr seid alle ein Team? Ja. Ja, wir studieren hier. Nur studieren. Was? Was morgen? Also dieses Wochenende wird wahrscheinlich schwierig, weil es ist halt Finance Week. Wir sind da in Las Vegas. Genau, aber danach das Wochenende ist wieder so. Danach Wochenende sind wir weg. Wo seid ihr dann? Project X? Ab Donnerstag sind wir, glaube ich, weg. Jetzt Donnerstag. Okay, also Samstag nach Las Vegas, Montag zurück nach L.A. und Donnerstag kommen wir ab. Also darauf die Woche. Ja. Er sagt, es ist wie vom Dach im Pool springen. Ja, was? Du sagst, Project X ist so? Ja. Zeig Footage. So, ich habe auch gehört, mein Lieber. dass die Amerikaner, sobald du sagst, du bist German, ja, dass sie feiern Akzent. Dass die abfeiern. Ja. Bist du Fußballer? Nee, ich früher aber. Was machst du hier? Ich studiere einfach so? In Deutschland und wir sind für ein Semester hier. Ey, wie cool. Also, kannst du es empfehlen? Ja, brutal. Das Leben hier? Allein Erfahrung. Die Erfahrung auch, ne? Ja, ich studiere. Wir müssen auch studieren, um Geld zu verdienen. Gebt uns euer Platz. Ja, pack ihn. Wir können gerne tauschen. Gerne. Nee, aber ist schon geil hier. Oh mein Gott. Warte, ich zeig nur mal. Warte, das ist Licht. Guck von oben, er jumpt im Pool. Links. Da. Leute, überall Basketball, Dings dann auch zum Werfen. Und so im Busch, was geht da ab? Ja, gut. Auch? Ja, im Busch? Ja, hier? Ja, hier auf dem Bad. Ja? Nee, aber sonst so, wenn du in den Club gehen willst, ist halt hier geistig teuer so. Also da musst du halt. Ja, so halt oder so ist Tisch teuer. Hier so ein bisschen bei 2K oder so. Ja. Die machen alle Partys, Hausparty. Ja, ja. Wir müssen uns rein, ihr müsst uns reinbringen zu einer Party. Ja, das wie? Ja, das ist das wann? Wie? Wo? Ja, gut, dieses immer am Wochenende. Illegaler Connected jetzt. Illegaler Connected hier mit allen. Sind unsere Bros. Sind nur die Jungs so mit Partys und so oder sind die. Mädchen. Nina, deine Erfahrung mit College-Partys und so? Bist du auch hier wild unterwegs? Die Jungs sind schon am Schwärmen. Ja, also am Schwärmen ist halt nicht so sagen, aber. Na, also, du guckst dir das manchmal an. Genau. Und sieht's lustig aus? Halloween war geisteskrank. Ja, Halloween war. Also, Halloween ist wirklich so bei den Mädchen so, die. Also, je weniger man trinkt, desto. Ja, das ist aber überall so. Aber in Amerika ist es, glaube ich, verrückt. Ey, sehe ich aus wie ein Student? Du look like a student? Ja, Bro, hier ist Ding, kannst du dann UCLA schnell haben? Ja, ich will UCLA. Boah, wie lang ist er denn? Ich hab das. So, Football- und Basketballspieler sollen hier richtig beliebt sein, anerkannt. Ja. Ja? Ja. Also die sind hast du ein Auge? Wenn du so durch die Gegend läufst und da ist dann da so ein krasser Quarterback, sagt man dann, oh mein Gott, da ist der. Oh mein Gott, das ist Seth! Aber die anderen? Ja, nee, so krass ist er nicht. Nee? Aber man denkt sich schon, also Leute denken sich schon, so cool ist der Quarterback. Ja, aber ist ja auch. Einfach ein Respekt. Ja. Ach, ihr wollt welche Bilder aufteilen? Ja, halt so. Stell dir vor, in der Schule wollen die anderen. Ey, Stefan, wir sehen ihn so, er läuft hier mit Securities rum. Nein. Ey, wer ist hier der Quarterback? Name? Starting Quarterback? Keine Ahnung. Was ist das hier? Das normale. Hier kann man einfach reingehen. Nee, um nicht die Karte zeigen. Okay. Ja, ich meine euch. Ja, ja, wir können einfach rein. Aber ist schon sehr sportbasiert hier, das College, ne? Also du hast echt coole Plätze, du hast da einen Tennisplatz, Fußballplatz. Oh, ist der Dirk bisschen Abi! Ben Dirk im Abi! Was? Ich bin in Zengün. Was ist das für ein Wish? Nur weil ich Türkisch kann. Das ist so das Athleten. Und da so Schulsupport für alle Athleten. Und hier sind was ist hier drin? Offices von meinen Trainerinnen und so was drin. TikTok.
Und wie machst du das? Ja. Mach dich. You fuck me up! Euer Tier ist so ein Bär, ne? Ein Bär, ja. Wie nennt man das? Brun? Brun? Brun. Brun. Let's go, Brun! So, das waren Touristen, ne? Sorry. Die haben uns gerippt. Da war Filter drauf. Die gehen nicht mal auf die Schule, ne? Ich glaube, die denken sich, was ist hier für ein Wasser, ne? Ja, ich will mir was holen. Wo ist so der Main-Eingang von der Schule? Ist hier so der Main-Spot? Hier ist so der Main-Spot, ja, das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Also da lang geht's halt zur Uni. Alter, wie viele Leute? Da lang geht's halt zur Uni. Das hier, dieser ganze Weg, den wir die ganze Zeit lang laufen, heißt Brunwalk. Und da müssen halt alle Studenten von wohnen, die wohnen ja da oben auf dem Hügel, ja, zur Uni laufen. Da ist die Uni erst? Ja. Gib mal so einen Tag, so einen Tagesablauf, normalen. Aufstehen, ein bisschen in die Stadt, irgendwo nett essen gehen, wo Great White oder Urf, okay, oder so, wo ihr auch da fahren. Ja. Finde ich so die besten Frühstücksläden. Da waren wir heute bei beiden. Ja, genau. Was? Urs war also sau geil. Lecker. Aber French, das war gut. Ja, das ist schon lecker, aber schon in Deutschland die Zeche. Ja. Boah, weiß nicht, Sport machen. Was ist das, zur Schule? Ja, abends, ja, abends 18:30 Uhr. Abends? 18:30 Uhr. 9 Stunden in der Woche haben die Unterricht. 9 Stunden. Ja, aber das ist auch, weil wir nur Exchange Students sind. Also ich glaube, für die normalen, okay, Stunden ist es ein bisschen, ja, anders. Also wir haben nochmal mehr. Was hast du? Ich habe 12. Ich hab nämlich 12 Stunden? Kurse, ja, aber ich kenne auch welche, die haben nur 1 bis 2 Kurse tatsächlich. Master, die müssen voll chillig drauf. Die müsst ja gar nichts machen. Also vom akademischen Level schon leichter hier. Aber laufen die dann hier einfach durch die Gegend und chillen einfach? Nein, also. Echt? Wie teuer ist so ein Stipendium hier, wenn ich hier studieren will? Studium, also für uns ist das, also es sind immer 4 Quarter, also 7K für ein Semester. Aber man kann mit besonderer akademischer oder sportlicher Leistung Stipendium bekommen. Aber eher aus Deutschland raus. Also hier eins zu bekommen, Stipendium, ist schwerer, als wenn du aus Deutschland bist. Okay. Also Leute, ihr könnt es empfehlen, ne? Ja, safe. Wer darauf Bock hat, geile Erfahrung. Wie viele Stunden hast du Unterricht in der Woche? 4 bis 6. 4 bis 6 Stunden in der Woche? Ja. Du hast Tage frei und so? Ja, also du hast... Du musst nichts machen, manche Tage. Ja, Freitag und Samstag und Sonntag nicht. Also ich habe Montag bis Donnerstag... Jeweils einen Kurs oder was? Nee, verschiedene Kurse. Aber wie viele Stunden? Zum Beispiel Montag? Ja, Montag habe ich Englisch, danach habe ich... Also du hast pro Tag 4 bis 6? Ja, genau. Ah, okay. Nein, ich habe nicht pro Woche. Ja, weil die meinten pro Woche 9 Stunden, pro Woche 12 Stunden. Nein. Ja, ja. Also du hast so am Tag im Durchschnitt 4 Stunden. Wie viel hast du Unterricht? Weniger. Haben die Sportler weniger? Habt ihr so eine Extrawurst? Bist du auf der Uni hier? Also nee, aber sagen wir so, zu unseren Kursen zählt auch Fußball, weißt du? Also Fußball ist Unterricht, Kurs, ja. So, das echt? Heißt, der wird als nicht. Habt ihr extra Würste als Basketballspieler? Nee, haben wir nicht. Nee? Hier ist das Ding, unser System sind Quartale, das heißt, du musst pro Quartal 12 Units Minimum machen. Das sind dann 3 Kurse pro Quartal und dann hast du halt, ich habe heute zum Beispiel 2 Kurse, die sind dort 2,5 Stunden. Okay, chillig. Am Tag, aber ich habe halt pro Tag 5 Stunden hier. 5 Stunden Training? Ja, ich bin halt von 7 Uhr bis 13 Uhr etwas in der Halle. Das ist hart, aber vorgegeben vom Trainer mäßig. Ja, ja, klar, ich kann mir das nicht aussuchen. Also. Mhm. Seid ihr in D1 College oder so? Ja, yeah, D1 und wir D1. Sind gerade ranked number 2 nationally. Also, ja, UCLA ist richtig gut. Ja, also Frauen, ja. Männer nicht? Die haben ein komplett neues Team. Die waren letztes die waren Jahr früher richtig gut. Letztes Jahr waren die richtig gut und dann dieses Jahr haben die komplett neues Team, die müssen erstmal gar nicht herkommen. Mhm. Aber. Sieht ja aus wie Walmart. Hier gibt's alles. Ich will so einen Pullover haben oder so. Das ist völlig Pyramidenkostüm. Du musst mal auf die Interview. Das ist voll krank. Die erzählen mir. Ja, die sind hier nur feiern. Ja? Ja. Die erzählen mir sowas von, es gibt so Afterpartys, wo dann so die Tier 1 Athletes sind. Oh. So Basketballer, anerkannte Sportler. Und die sagen dann, also da sind auch anscheinend mehr Frauen, viel, viel mehr Frauen. Ja. Du kommst als Typ da nicht hin, wenn du. Cheerleader im Vorrang. Ja. Wenn du nicht so irgendwie einer der ganz großen. Oder du musst halt gute. Bekommt Cheerleader hier ein Stipendium? Das ist so der richtige Sport. So weit weiß ich dann auch nicht. Okay. Kann aber sein. 100%. Digga, was ist das für ein Store? Für die Schule? Und dass die ja alle mit den ganzen Sachen selber rumlaufen, das ist ja kein richtig so. Weißt du, die laufen mit sowas. Ja. Ja. Ich find's so interessant, ne? Ich könnte den ganzen Tag mit euch labern. Ich check nicht den Style von den Amis so. Wieso? Die laufen alle nur mit ihren Sportklamotten rum und irgendwie Pyjama-Hosen. Pyjama-Hosen und sowas. I need a nice hoodie. Like that or give me a white one. White one? Uh-huh. Wow, that's clean. So you're from Netherlands, right? Yeah. What's your favorite team in Netherlands? Ajax. Soccer. Ajax? Twente.
Twente. They won from Ajax. Yes. You see? Somebody Twente Enschede. Is your hometown? Yeah. Oh. I live there. You're from Amsterdam? Yeah. That's nice. Zieh an. Ja, ja, okay, okay, okay. Nimm mir eine Hand, nimm mal. Ey, aber wie cool ist das zu erfahren, so Informationen über College? Danke, ist so interessant, ne? Aber ist das das auch, dass wir direkt so viele hier getroffen haben. Auf einmal kamen alle. I got you on camera. Die versuchen mich jetzt einzukleiden. Aber die sagen, es gibt noch coolere Sachen. Ich finde eigentlich clean. Das ist so schön, ne? Mit schönem Babyblau. Schon verrückt, wie groß der Laden ist, ne? Bodycom fragen. Was? L.A. Bodycom. Was? Wie lange seid ihr jetzt hier? Seit September ungefähr, Anfang September. Drei Monate. Und jetzt sind 2 Wochen geht's zurück. Was ist euer College Bodycom? Ich sage, alles gut? Cool. Free Kids. Was? Tatsächlich. Oh, Alter. Tatsächlich? Was? Ey, das muss College gehen. Was? Ihr habt auch Hall of Fame, ne? Mit den Spielern, die hier waren und so. Ja, kann sein. Aber hauptsächlich Basketballspieler, oder? Also ja, ich glaube, früher groß, aber jetzt schon seit, ich glaube, 15 Jahren nichts mehr so richtig gewonnen. In den 90ern oder Anfang 2000er hatten die halt irgendwie so 5-6 Jahre, wo die nacheinander die Meisterschaft. Ich dachte immer, die sind die besten von allen. Ich glaube nicht, glaub nicht Michigan mehr. Oder so. Ich glaube Michigan, Ohio und sowas. Krass. Okay. Aber Football. Wie ist es so bei einem Football-Game? Mhm. Geht da die ganze Schule? Guck mal da. So, wo stellst du das vor? Da? Ja, da ist schon so ähnlich. Ähnlich. So, alle laufen ein, das Cheerleader-Team ist an Seite, machen ja, so. Genau. Alle im Hype guck, so mäßig. Cheerleader-Team macht so, die Blaskapelle. Okay, thank you. No problem. Okay. So, mein Bre, kurze Frage. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Booby Trap reinkomme, also Strip Club? 25%. Oh, ich sag 10. Arme Mann. Ich sag 10. Wieso denn? Die nehmen schon ernst mit Ausweisen. Geht ihr manchmal? Ja, also wir waren einmal, aber... Siehst du? Also man muss doch stehen. Ich war 2 Mal in L.A., glaube ich. Ja, Donnerstag gibt es immer dieses Rockos, das ist so wie so eine Taverne. So eine Bar? Ja, genau, so eine Bar. Da ist immer Donnerstags so eine Studentenfeier dann. Hm? Da gehen wir dann mal hin, Donnerstag. Ja, jetzt so. Halt das ist halt Finals Week. Deswegen ist schon wenig los momentan. Ja, vom Feiern her. Ja, im Normalclubs siehst du wenig, also es ist halt Studenten, aber alles mögliche. Du warst ja auch immer, glaube ich, Hyde und so. Du warst ja Hyde und so, also. Hyde, Nightingale. Poppies, ja, dann ist jetzt vielleicht so hier Warwick, weil sonst halt immer mit 500 für den Abend so. Ja. Die haben jetzt auch immer 2 verschiedene Crocs an. Ich hab auch immer schwarz-weiß. Und ich bin dein Kameramann. Ja, das kommt. Ja. Der wurde gekoppt. Auch Student. Du müsst mir sagen, ob ich aussehe wie einer. Okay. Oder der hat 65 gekostet, oder 60? 54. Yes, sir. Du bist sogar eher durch als wir. Let's go, Bruins. Yes. Let's go, Bruins. Guck mal. Oh, du bist Student. Sehe ich jetzt aus wie ein Student? Super, ja. Zeig. Aber Schuhe? Nee, ich trage noch Crocs, oder? Crocs, ja. Was studierst du? I'm a soccer player. Und ja. Studierst Chayas? Ich hab noch Mathe. Aber das machen die Nerds für mich. Gibt's Nerds? Machen die Nerds Hausaufgaben für die Pro? Für den Quarterback? Es gibt schon so Männer. Pay to win. Also Football und so, die bezahlen schon Leute. Alter. Aber nicht von der Uni meistens dabei, aber bezahlen schon Leute. Okay, cool. Also jetzt. Das ist verrückt. Okay, ich mach. Aber das ist schon ein bisschen wild. Ich kauf Stipendium. Ich bin hier 2 Jahre. Hol mir Nerds, die machen für mich. Und ich chill einfach nur. Schreiben Klausur. Oh, ja. Los. Dankeschön an die Jungs. Ja, danke für eure Zeit. Ein Bre, ja. Zweite Bre. Versteckte Informationen. Das sind unsere Kontaktmänner. Okay. Ist es so, wenn so ein Football-Game ist, so ein wichtiges, geht dann die ganze Schule dahin? Ja. So, die Cheerleader-Team macht so. Ja, die sowieso. Blaskapelle. Immer. Ja, die auch. Aber das Problem ist, mit unserem Footballstadion ist eine Stunde weg. Oh. Scheiße, ist nicht auf dem Campus. Ist es bei Basketball anders oder so? Nee, Basketball ist ja direkt, dann sind wir. Da geht's dann ab. Mhm. Da kommt dann die Schule so, hin. So, wenn wir gegen unsere Rivalenschule USC spielen, ist halt ausverkauft. Bronny, komm ins Stadion. Bronny, komm her. Ey, falls ihr noch Platz frei habt, ne, USC. Dann gewinnen die so Buzzerbeater und alle gehen danach feiern? Ja. Cool. So, als wir gegen USC Football gewonnen haben, war dann auch... Ja? Aber wo, bei wem? Bei irgendeinem alle Bereichen Mann, einfach? Ich war mit anderen, also mit den Footballern, mit meinem Basketballteam und so. Wir waren in Bel Air bei einem Golfer, der hatte eine Feier.
Okay. Also in so einem Fett, in einer fetten Villa. Also es muss immer, es muss eigentlich immer so einen geben, oder? Nö, also es gibt auch, also oder wir gehen halt in Clubs hier oder halt es gibt so eine Bar hier in Westworld Broncos. Ich habe gerade mit den College-Typen geredet, die sagen, die kriegen 450 Gramm für 30 Euro. Vergleich in Deutschland 3 Gramm 30 Euro. Und die sagen 450 Gramm 30 Euro. Ja, das ist so. Ja, ja. Kennst du dich aus? Hier ist übrigens Jelly die ganze Zeit mit seinem Bres. Ja, ich verbring mit denen in Urlaub. Ja, ist nicht cool, ne? Er ist ein Fucky, Fuckboy. What? Was a College Boy Count. I didn't fuck you. No. I don't do anything. I'm a good boy. Und er sagt, er smoked. Ich habe es provoziert. I'm 18 years old. Er hat mir Bilder gezeigt, wie er mit 11 gegen Juve spielt und gegen Milan. Ja, in Juve. That's good. Against the son of Sador. Sein Arsch spielt auch Fußball. Er sagt, Donnerstag. You should. He can defend you easily. Yeah. Sure. No. Netherlands. No. Netherlands. No. We play tomorrow. You are the next striker. Ah, midfield. Bro, his technique is insane. Trust me, you've never seen that. You never saw my it's technique. Crazy. What's your position? What's your position? A right winger. Are you fast? Left footed? No. No, right footed. I'm the most basic player in the world. I can't even run on the line and cross it in. He's the laziest swinger you've ever seen. The laziest swinger ever. That's not true. I work hard, but I need to have it from working. Just the rest is shit. Okay, I can name the field, but not off the field, glaube ich. Wenn jemand der beste Bauer ist. Uns der Tiers? Nee, von der Mannschaft. Ist ein Stürmer und Zehner von Frankreich. Okay, und der weiß man schon, dass der hier MLS spielen wird? Ja, also. NFL meinst du? Ja, das ist schon krass, aber er ist schon die beste Männer. Ja, aber er ist schon crazy. Also, er hat auch die höchste Liga in Frankreich gespielt und er ist schon. Ja, aber ist die so lustig, groß, warum lachen wir? Muss fängt an, nee, ne? Er ist schon ganz so schlecht, er lacht seinen Arm. So. Zappen. Also, so. Ich soll nicht so laut sein. Okay. Wir können euch hier einmal komplett umschauen eigentlich. Okay. Also hier ist halt zum Beispiel, es gibt hier zum Beispiel einen Passcode von Männerteam. Also das heißt, das ist halt ein altes Wohnzimmer und der hat 11 National Championships alte Mann. Mit dem Team hier. Nee. Und das ist krass. Also 11 hintereinander mäßig. Nicht hintereinander, ich glaube, wir hatten aber so 8 von denen dann hintereinander. Wie ist der Unterschied? Wie ist der Unterschied? Ja, schon. So, ein Tick oder zwei? Oder jetzt WNBA und College D1 vom Ansehen her. Ist schon sehr ähnlich. Weil ihr habt sehr viel auch Engagement, ne? Ja, ultra. Also vor allem Männer, Colleges, ja. Das ist teilweise. March Madness ist krank. Bei uns auch March Madness ist so, krank. Ist so wie Regular Season NBA oder auch schon Richtung Playoffs? Das kommt so drauf an, ja. Kommt auf Playoffs. Also College ist fast auf dem Level wie Profisport. Ja, so. Würde ich schon sagen. Also es ist schon echt knapp runter. Alles richtig historisch. Ja, genau. Voll wie die sich freuen. Und alte Mann. Ja, die merken voll, wie euphorisiert wir sind. Die denken, wir sind blöde. Dass wir uns so freuen über alles. Ne? Das ist halt für die komplett normal. Kann sein, die sind zum ersten Mal jetzt hier so zeigen. Ja. Die sind hier die ganze Zeit auf College, aber die gehen hier nicht mal hin. Ja, das ja. Aber hattest du nicht auch angeboten? Ich habe damals gesagt, überlegt, so 19. Aber du hast ja die Chance. Ja, ich hatte so überlegt, College zu gehen. Das war ein Traum. Aber ich meine, es ist. Aber ich habe ja gemerkt, dass bei Fußball. Ja, in Deutschland ja, das ist ja easy. Ist und hier ist halt weniger Fußball, mehr. Ist der Fokus auf andere Dinge hier, würde ich mal sagen. Sagen wir so, die Distraction ist sehr, sehr leicht. Du kannst. So wie du in Berlin. Du kannst natürlich was ernst nehmen, aber. Weißt du, du hast hier eine Party, da eine Party, da eine Party. Man lässt sich schon mal. Das ist crazy. Da siehst du da Teamkollegen von dir, weißt du, die trinken dann viel und dann sagst du, ey, komm, warum mach ich das auch? Das Volleyball-Team. Was? Okay, warte. Schreib eine Nummer rein. Warte, jeder sagt von uns eine Nummer. Okay, warte, ich mach für den Chat. Ich hab eine 100% direkt, oder direkt. Ich hab eine, wir sind direkt genommen. Ich bin gar keine direkt gepickt. Was? 3, 2, 1, 10. 10. Jaden, Sancho. Jaden, mein Sohn. Was? Mein Sohn ist Jaden. Nee, Jaden. So, damit ihr wisst, so ein Stipendium kostet so zwischen 7 bis 10k pro Semester, ne? Wenn man es bezahlt. Kommt drauf an, Mann. Also, wie ist das? Also, du hast.
einmal, es gibt Sportstipendium, darauf kannst du ein Stipendium bekommen und dann einmal auf akademisch. Also entweder durch besondere schulische Leistung oder durch besondere sportliche Leistung könnt ihr gratis ein Stipendium bekommen. Das ist jetzt nicht nur hier, sondern an jeder Universität. Genau, ich stelle Lonzo Ball mal hier. Ja, auf der Schule. Lonzo? Guck mal den an, der vergibt gerade Punkte für den Dingser. Was? Okay. What is the best girl for you? No. Yes, say the prettiest girl here. Here on this yes. one? Yes. I need to look. Yeah? Okay. You probably know them, huh? No. You're lying. Five is okay. Yes, I also said five. Yeah, thank you. And one number. Search one number. Two. You need one number more. With two? With no, only one more. But the ten. My boy. Exactly. Good taste. Eli, wir haben dieselben zwei Chicks rausgepickt. Yeah. Russell Westbrook. Kevin Love. Nee, Russell kann doch nicht. Er kann auch Deutsch sagen. Also Russell kommt richtig auf in die Halle, Klay Thompson kommt in die Halle. Was? Steph war hier, die ganzen... AD war auch hier, glaube ich. Ja, ja, Golden State Warriors trainieren hier bei uns in der Halle. Raptors trainieren in unserer Halle. Also, die kommen immer im Sommer richtig viel. Und im Sommer gibt es ja auch so NBA-Runs. Die waren hier, hier sind die als Hotel gewesen und hier haben die dann ihre Vorbereitung gespielt. Ja. Also in der USA-Tour, da haben die hier gechillt. Und die haben auf unserem Campus auch gespielt. Die haben auch richtig viele Footballspieler oder Footballteams sind auch bei uns im Hotel und trainieren auf unserem Footballfield. So vorgestern waren noch die Cleveland Browns hier. Ah, die haben gespielt. Genau. Habt ihr auch so bei Football so Indoor-Hallen? So riesige Indoor-Hallen? Das haben wir in Wisconsin anscheinend. Nee, weil das Wetter hier eh gut genug ist. Dass wir keine Indoor-Hallen brauchen. Wir haben riesige Football-Fans. Ich war halt in Wisconsin auf dem College, da waren wir mit Hertha und wir haben in so einer Halle trainiert. Das war so riesig, Alter. Habt ihr auch so einen Food-Court? Ja. Ich hab gesehen, dass so Colleges. Gibt's Food-Court? Was ist da alles? Ihr habt so Läden drin. Panda, Taco Bell. Das haben die alles hier drin. Ja, da oben. Panda Express, Taco Bell. Wetzel's Pretzels. Digga, das ist völlig OP. Okay, so fast OP. Das ist völlig in den Out. Ja, in den Out ist direkt hier. Gut, in den Out oder Shake Shack? Der auch so deutlich. Oh mein Gott, unser Team. In den Out oder Shake Shack? Shake Shack. Yes, sir. I mean, price-wise, in and out, you know. In and out is for the price. Taste-wise. No, in and out, you go and you know exactly the taste, and it's just perfect. But in and out is my bro. Yeah, it's unser Bray Jelly. Shake-Shake. Shake-Shake. He is ambassador of Shake-Shake. Yes, I'm in and out ambassador. Shake-Shake. Yes. To be honest, Shake-Shake. Did you know? That he's the ambassador of Adidas. Bro, for the price of fucking Shake-Shake fries and burgers. What's this? And he's the ambassador of the NBA. You can beat us in football. Shake-Shake. No, as ambassador of SC Twente. Okay, sie will jetzt nochmal die Halle zeigen, bevor sie Arzttermin hat, weil sie ist verletzt an diesem Flaschen. Ciao. Was? Ciao, ciao. Tschüss. Bedankt. Wir haben uns für morgen eine Fußball-Challenge gemacht. Ja, ich hab Fußball-Challenge. Die waren übertrieben cool, ne? Alle. Weißt du, was mir auffällt? Die sind alle voll entspannt. Aber weißt du, denen ist es so Wumpe. Den, ja, hier und. Also nicht so auf die Arbeit hier bezogen, ne? Das auch. Aber. Der Spirit. Die sind auf ihr ganzes Leben entspannt. Ja, ich gehe morgen dahin und ja, ich weiß nicht. Und die sind so offen. Ich habe mich gerade eine Stunde mit denen unterhalten. Wie ist geil, ne? So interessant mit denen zu reden. Ja, das ist übertrieben cool. Die sind alle so cool drauf. Morgen hier einfach mal. Winter, die Fußballdaten ausgetauscht. Digga, wenn ich so. Alles nur am Chillen. Ja, wenn ich. Irgendwie sehe ich hier nie irgendjemanden rennen oder so. Wenn ich irgendwo hingehen laufe, ich würde sofort irgendwie rumstolpern, weil ich irgendwie zu spät komme zu meiner Schule. Sind sie alle so? Ja, die stehen zum Training. Mit Starbucks in Hand. Hier gibt's. Hier direkt daneben ist auch so ein Food Mall, wo es alle möglichen Essensläden gibt. Ich will das noch sehen. Wir gehen jetzt in die Halle vom Basketball, ne? Ja, wir gehen in die Halle da hinten, unsere Trainingshalle, das ist die Spielhalle. Da ist Football. Football. Das da hinten sieht aus wie RB Leipzig-Gelände. Das ist Football-Bereich. Da spielen die Fußball? Football. Bruder, warte mal, dieses ganze Gebäude da hinten. Das sieht aus wie RB Leipzig-Gelände. Wasserman, ja. Was? Genau, das hier vorne, die könnt ihr durchgucken durch diesen Schlitz da. Hier. Boah, das sieht geil schön aus. Das ist Trainingsplatz nur, ne? Ja. Cool. Oben auf dem Hügel, wo die ganzen Leute wohnen, also bei den ganzen Dorms, da gibt es halt ihre Mensa und sowas, da gibt es Food Trucks, da gibt es Cafés, da gibt es ja sowas halt alles. Aber da sind die ganzen Fast-Food-Sachen.
Und da haben wir halt auch Westwood, halt dieser Stadtteil hier. Ja, da wohnen alle Studenten. Da wohnen viele Studenten, da gibt es halt ein bisschen Shopping, da gibt es halt Target. Also ihr habt so einen Einkaufsmall, eine eigene mäßig? Nicht eine Mall, das ist eher so, das sind halt einfach einzelne Läden hier in diesem District, ja. Da gibt es dann auch richtig viele halt Essenssachen. Mhm. Also halt gefühlt nur Essen und halt, ja, Leben. War es schon chillig, ne? Macht dir Spaß hier? Chillig würde ich nicht sagen. Würdest du den Leuten empfehlen, ja, so einen Step zu machen? Ja, aber nur wenn man sich auch wirklich sicher ist, dass man mit den Leuten hier im Programm, also zum Beispiel mit meinen Trainern und sowas, dass du mit denen klarkommst und auch mit den ganzen Teammates, und wenn du einfach weißt, ist auch dass eine du viel opfern wirst. Auf sportlicher Ebene kannst du auch, ist ja auch hier ein Werdegang, ja, ne? Für Frauen ist halt so, dass wir alle 4 Jahre Uni abschließen müssen, bevor wir einen Draft dürfen. Also musst einen Bachelor-Abschluss haben, bevor wir einen Draft dürfen. Für Männer, die können zum Beispiel, also Basketball, jetzt ist nur Basketball. Mhm. Die dürfen halt schon nach dem ersten Jahr einfach sagen, okay, gereicht werden, ja, gehen in den Draft. Dafür muss man sich halt anmelden und so. Und dann können die gedraft werden von der NBA? Ja. So ist so deren Plan, in die Profisport zu schaffen? Ja. Aber man kann auch alle 4 Jahre machen und dann noch gedraftet werden. Mhm. Man kann es ja weitermachen. Hier ist ein Tennis. So, hier ist Tennisbereich. Er hat auch jede Sportart geführt, ne? Ja, und dann ist das hier ein großer Tenniscourt. Aha, ich sehe es. Gibt es hier Lacrosse? Nee, unsere Schule hat kein Das kenne ich nur aus Film. Team, also wir haben ein Club-Team, das heißt, wie so ein die haben sich halt selber zusammengefunden. Wir haben jetzt nicht irgendwie so, wie wir halt so eine eigene Facility und sowas. Genau. Aber ihr habt richtig krass, also so richtig moderne Facilities. Ja, ich finde das so geil. So, jetzt gehen wir in die Basketball-Facility, ja, von der UCLA. Haben die Männer die gleiche? Ja, ja. Alter, mit Fingersenk. Das? Niemals mit Fingerabdruck. Alter. Was zur Hölle? Mit Fingerabdruck? Ja. Da dürfen nur die Band. Okay, die bauen hier gerade das Catering ab, weil die Männer haben Training, die haben danach kein Catering, die bauen es. Cool. Aber man kann einfach hinkommen und hupen, ne? Ja, genau. Also wir gehen jetzt in unsere Halle. So, der Tunnel, aber da ist jemand. Ich guck mal, wer da ist. Ja, wenn nicht, filme ich nur kurz einmal wie die Halle. Ich schwöre, sieht aus wie. Ich glaube, es ist nur in einem. Genau was. Da ist Tess. Hi, Tess. What's up? Ja, ich könnte. Shoot a three. Eine von unseren Managerinnen, das heißt, sie ist eine normale Studentin und sie so im Training reboundet die für uns, wäscht unsere Wäsche und so ein Scheiß. Also sie ist nicht im Team. Das sind alle meine Teams. Aber er liebt sie bestimmt, ne? Die ist bestimmt voll nett. Die ist richtig lieb. Jacques Jones. So, da ist das Team. Rice. Ganz hinten ist alphabetisch aufgebaut. Das wieder Sonntag, aber mit einem N. Ja, Berlin? Das ist Berlinerin. Berlinerin. Leute, ihr müsst den Korb treffen, nicht davor werfen. Bis jetzt 3 von 3 Airballs. Mal gucken, was Eli jetzt macht. Ja. Ja. Sydney. Ja. Was macht ihr? Halten wir mal fest, nach 1,5 Stunden hier sein. Das ist ja völlig krank. Das ist richtig geil, ne? Das ist ja völlig krass. Also was die uns hier erzählen, ich weiß nicht, ob alles auch auf Cam ist, aber das ist so geisteskrank, das ist, also wie die uns erzählen. Guck mal, allein das. Die geht jetzt einfach ein bisschen Papier. Left, right, oder? Die trainiert ein bisschen, versucht ihre Probleme wegzuwerfen. Die kann hier immer hin mit so einem Fingerabdruck. Also, man hat wirklich den Eindruck, dass es so ist wie in so einem Film. Also, dass es so ist wie in diesem Film. Die sind auch alle so entspannt hier. Aber die jetzt sind voll, ich auch, warum, die sind so voll offen. Warum so die Menschen ganz anders sind, auch wenn man das mitbekommt. Ah, scheiß drauf. Ja. Doch, er hat recht. Du bekommst als Teenager-Kind das ganz anders gezeigt. Ja, das ganze Leben kriegst du anders gezeigt. Ja. Oh, danke. She won for the team. Alleine das hier. Du kannst dir einfach hier umsonst dann hier Getränke holen aus dieser Halle. Hat nichts gekostet. Das sind Kleinigkeiten, oder nicht? Ja. In Deutschland hätte das. Digga, du hast hier alles. Guck mal, was du hier hast. Das hast du nicht mal beim Profiverein.
Hier esst ihr? Ups. Ja, eigentlich sind hier immer so Tische draußen und so Pflanzen. Das ist eigentlich richtig schön immer. Und von wo habt ihr Essen? Da? Was? Von wo habt ihr Essen? Das kriegt ihr dann hier? Durch ein Tor Catering rein. Das ist so süß. Ist das überhaupt gesund? Es sind Elektrolyte und so. Ja, aber übertrieben. Hier können wir nicht richtig reingehen, aber es ist die Männerhalle. Es ist genau die gleiche Halle. Das bleibt einfach mal kurz hier in der Ecke so ein bisschen. Das ist deren Halle. Wie trainiert man mit Basketball? Also, wie oft habt ihr Spiele? Ich frage mich das bei NBA. Zweimal die Woche, zweimal die Woche. Okay, weil bei NBA, wenn du alle zwei Tage spielst, wie trainierst denn du da? Schon gefühlt Tag. Gar nicht, oder? Also doch. Nur so werfen. Halt Offseason ist halt mega viel Training. Mhm. Wir trainieren halt eigentlich jeden Tag. Wir haben einen Off-Day pro Woche. Mhm. Also ist halt, so morgen habe ich zum Beispiel Training um 8. Das heißt, ich muss um 7 Uhr hier sein. 8 Uhr habe ich Krafttraining. 9 Uhr habe ich 9 bis 12.30 Uhr Krafttraining. Ich mache auch voll viele, so viel für sich selber, ne? So ja, ich gehe immer abends Privattraining. Und kann immer Leute fragen, also zum Beispiel so Manager wie sie, ob die für uns rebounden. Aha, ja cool. Du sprichst ja schon akzentfrei Englisch, ne? Ja. Wie lange hat es gedauert, bis du so flüssig warst? Ich hab schon, bevor ich hergekommen bin, eigentlich bis Englisch. Aber, ja okay, aber so Akzent, man hat immer Akzent. Ich kann auch gut reden, aber ja. Akzent ist immer da bei mir. Also mir wurde von vornherein gesagt, dass ich sehr wenig Akzent habe. Mhm. Also, achso, hier ist unser Training Room, hier kriegen wir Behandlung. Wie viele Physios habt ihr? Wir haben eine Hauptphysio und da haben wir zwei Interns. Digga, es ist so krank professionell. Wir haben uns schon mal Lakers Facility angeguckt. Ja, das war ähnlich. Ja. Lakers und es war 1:1. Also ein bisschen professioneller, aber alles, was die bei Lakers hatten, haben die hier auch. Ja, klar, nur halt nicht ganz. Die haben mehr als in Deutschland zu Spieler. Er hat einen eigenen Court. Und hier ist unsere Küche, hier kriegen wir morgens Frühstück. Hier sind so unsere Snacks, die wir uns immer graben. Könnt ihr alles nehmen, wie ihr wollt? Ja, ihr könnt euch auch was nehmen. Oh, die Robbe. Ja, ihr könnt euch auch was graben, wenn ihr wollt. Ja, also hier Rot. Ist halt nein. Und sowas. Flossen weg. Jetzt gehen wir hier hoch. Ja, gib mir auch was von den Zeit. Gib mir auch was. Was? Boah, ihr habt sogar einen Korb hier. Ja, den nutzt man eigentlich. Oh, ja, das würde ich benutzen im Kraftraum. Ich hasse Kraft. Also, der Kraftraum wird benutzt, der Korb noch nicht. Ja, ich würde den Korb benutzen. Achso. Dann würde ich sagen, ich war im Kraftraum 3 Stunden. Ja, und dann... Stepper für den Popo. Genau. Das ist geisteskrank. Digga, man denkt. Man ist beim Fußball-Profi-Verein. Seid irgendwie in einem Profi-Fußballverein in Europa. Das ist geisteskrank. Erste Bundesliga in Deutschland spielt halt nichts. Hm. Ist auch mit Fußball kaum zu vergleichen. Also so Hertha, wenn ich jetzt gucke. Digga, die haben das ist ähnlich. Die haben alles. Die haben ja auch. Ich habe mal eine Frage. Dürftest du jetzt einfach so mal Tennis auf diesem Platz da spielen? Ja, wenn der Platz so frei ist? Wenn der Platz frei ist. Ja, das ist aber eigentlich jeder Student. Man muss sich da einschreiben, dann kann man das. Aber guck mal, das ist wie Urlaub. Ja, Mann. So, wenn du nicht Schule gerade hast, dann ist es hier wie Urlaub. Die gehen ins Fitnessstudio, die gehen hier was essen, ins Restaurant, irgendeine Party hier, machen dort Sport hier eigentlich. Du hast ja alles gefühlt. Ja. Das ist ja auch ein Fitnessraum. Es ist voll fett. Das ist wirklich ein Raum. Das ist zu OP, ich muss es in den Back geben. Ey, warte, wo ist der Haken, Lina? Wo ist der Haken? Wo ist der Haken, Lina? Anstrengend. Du hast jeden Tag 6 Stunden Training. Was, wenn ich keinen Sport mache und mir ein Stipendium kaufe? Also dann kannst du einfach Beitrag zahlen, aber da kommst du halt hier nicht rein. Achso, oh Mann. Ja, hier können nur Basketballer rein, hier können nur Leute, die einen Daumenabdruck haben, rein. Also ich habe einen Daumenabdruck, meine Teammates haben einen Daumenabdruck. Aber was, wenn ich den Platz draußen use? Den kannst du benutzen. Ja. Also hast du krank professionelle Voraussetzungen. Hier ist unser Conference Room, hier der guckt halt runter aufs. Habt ihr Videoanalysen und so? Was? Habt ihr Videoanalysen? Ja, aber nicht hier drin. Ich zeige euch gleich noch jetzt hin. Ja. Da guck mal halt runter aufs Court. Dann hier sind halt so viel so Media. Also wenn ja, wer ich coach, wird nur hier oben chillen. Hier so am Fenster ab und zu. Lina! Du voll grüß! Wie viele Zuschauer passen da rein ins große Stadion? Ich glaube 15.000. Was? 15.000? Ey, ins Stadion hier passen 15.000. Das ist so wie. Hättest ja fast wie Crypto.com, oder? Wie viel hat Crypto.com? Also von Lakers? Keine Ahnung. Ich glaube so 20, 25. Ja. Wie viele kommen so am Schnitt? Geisteskrank. Also für Männer würde ich sagen, um die 7.000. Für Männer vielleicht 7.000. Oha. 5.000. Ja, 5.000. Und bei auch wenn wir das bessere Team sind. Und bei wichtigen Spielen ist dann voll, ne? Voll. Gegen USC ist Männerhalle voll. Geil. Bro, die Core. Sieht auch aus wie bei Hertha, haben wir nach 10 Jahren so einen Raum. Bei uns halt so, jeder hat so seine Assigned Seat. Digga, ich fühle mich so als wenn ich gerade bei Arsenal oder so. Ja, ist wirklich so. Hier sitze ich. Jeder hat seinen eigenen? Jein. Also ja, mit Sitzordnung. Aber gerade im Moment ist es. Ja, geil. Und dann hier werden wir halt angeschnauzt. Dann, hier wird das Spiel angeschnauzt. Ja, so da machen wir halt Film. Ach so, ganz kurz machen wir ein Verständnis.
die, die wir vorhin getroffen haben, das waren ja welche, die haben hier nur ein Auslandsjahr gemacht. Mhm. Du bist hier richtig. 4 Jahre von Stipendium. Ja. 4 von. Also. Ja. Ja. Und willst du dann später hier auch wohnen? Weiß ich nicht, ich muss gucken, wo ich spiele. Ob ich da WNB gehe, ob ich Europa spiele. Und wie ist es bei euch denn auch mit Draft? Ja, genau, auch mit Draft. Aber Mädchen müssen alle den Abschluss haben, bevor sie ins Draft dürfen. Ja, hört mal, die Mädchen müssen den Abschluss haben, die Männer nicht. Die können einfach noch ein Jahr dippen, wenn sie Bock haben. Echt? Ja. Yeah. Was sollen wir machen? Ja, Hammer. Ich bin beeindruckt, meinte ich. Sehr, sehr das cool, muss ne? Das Traum sein, oder? Aber es hat doch keine Schattenseite. Hat Lina. The champions made here. Ich hasse die Robbe. Hä? Ich hasse die Robbe. Mhm. Ja, das ist schon, ne? Keine Robbe mehr? Du kannst hier Tennis, kannst einfach Tennis spielen gehen. Und wenn du auf keinen Bock hast, dann gehst du einfach. Digga, dann gehst du einfach in deine private Basketballhalle, wenn du gar keinen Bock auf Tennis hast. Wenn du darauf keinen Bock hast, gehst du ins Gym. Und wenn du damit fertig bist. Nicht. Nee? Nee, also in die Halle kann halt nur Basketball. Ja, das meine ich ja, wenn du jetzt hier. Aber auch nur Basketball und Football haben sie. Also das ist Football, das ist Basketball. Also habt ihr doch extra Würstchen. Naja, halt Basketball und Football, aber nicht wir als Frauen oder so. Aber hier das ist in alle anderen Sportarten sind in diesem Gebäude. Alle anderen. Hier sind irgendwie so 20 andere Sportarten, die müssen sich. Was ist mit Baseball? Und Baseball ist auch in dem Gebäude, aber die spielen, deren Stadion ist, like, ist so auf der anderen Seite vom Highway. Okay. Also und? Das ist Football, ja. Wie ist gerade Harris? Aris. Guck mal, wie zittert. Guck mal seine Beine an. Er weiß nicht, wohin mit seinen Händen auch. Ja. Ah, ist Rook? Guck mal, er lutscht gerade an der Nähe. Er macht gerade Rook. Guck mal, weg ist sie. Weg ist sie. Arme Mann. Gorby. Eisele Burp. Ey, Daniel. Wer? Ey, die hat einen eigenen Scooter für den Campus. Ah, ist das so ein E-Roller? Ah, so ein Ding, ne? Bei Zoe 101 gab es auch so Scooter. Ich weiß nicht, wie die hießen. Ja, aber wir gehen jetzt halt hoch, da wo halt die ganzen Kurse sind. Weil ich habe jetzt auch einen Kurs oben. Und die Uni wurde ja 1919 gegründet und es gibt so die 4 Hauptgebäude. Stehen halt immer noch so, wie sie damals waren. Ich würde euch gehen. Und da hat zum Beispiel Kang Obama eine Rede gehalten. Da sind Konzerte drin gewesen. In dem einen Gebäude. Da gibt es auch, es gibt noch so bestimmte Treppen, die sind Jane Steps. Die Treppen heißen halt Jane Steps und da hat oben an der, so at the top, hat Martin Luther King Jr. halt eine Rede gehabt, sowas halt. Also so ganz viele historische Sachen sind hier schon passiert. Genau. Also sehr traditionell auch alles, historisch. Ja, voll. Also die Uni wurde halt, wie gesagt, 1919 gegründet. Und es ist halt Number One Public University. Was heißt Public University? Dass jeder also rauf kann. Es ist keine private Schule. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass diese Schule wird von Staat gefördert. Mhm. Das heißt, sie ist ein bisschen günstiger, aber das Problem bei der Schule jetzt hier, also es ist trotzdem übel teuer, sowieso. Aber das Ding bei der Schule ist halt, dass wir haben die meisten Applications von allen Unis in den USA. Deswegen ist es schwer raufzukommen. Und wir haben eine Acceptance Rate von unter 10%. Okay. Das heißt. Also werde ich wahrscheinlich abgelehnt? Vermutlich. Okay. Das ist wirklich schwer. Ich bin auch zu alt, ne? Ich bin 25. Nö, das nicht. Was ist so der Älteste hier, glaubst du? Der studiert? Es gibt schon Ältere. Ich habe einen Kurs mit einem Typen, der ist, glaube ich, so 30 irgendwas. Also so wie in Deutschland. Ja, aber es ist echt selten, wenn man ältere Leute hier sieht. Ja, und private Unis, da musst du dich halt reinkaufen. Mhm. Ja, wie die aussehen. Diese vier Idioten auf Campus. Man merkt so, dass wir nicht von hier sind. Digga, ihr habt so viel Information jetzt, ne? Aber ich glaube, es ist auch für euch so interessant. Weil ich saug hier jedes Wort, glaube ich, auf. Ich hoffe, es kommt auch bei euch so geil rüber. Melle! Schau mal! Ein Eichhörnchen! Eichhörnchen! Noch ein Grund, hierher zu kommen. Ich bin verliebt. Wuselig! Bist du verliebt? Nein, verliebt nicht, aber. Ich bin wuselig. Alter. Sidney, der denkt, das ist was zu essen. Was? Wie? Die sind ja gar nicht so scheu wie in Deutschland. Nein. Bruder, amerikanische Eichhörnchen sind viel cooler als deutsche Eichhörnchen. Guck mal! Hä? Ja. Bruder, wie cool ist das Eichhörnchen da gerade gewesen? Ist ja cool, immer. Hä? Geh zu ihm. Was? Ich setze mich auf Karotte? Guck mal, beiß rein!
Angst. Digga, wie cool ist das Eichhörnchen? Geil ist das? Das ist eine Bank, glaube ich. Wie cool ist das Eichhörnchen? Ich will haben. In Deutschland, wenn ich mich nur annähernd ein Eichhörnchen... Auf den Berg. Bam! Und weg. Boah! Yeah, Lina hat den Scooter. Warte. Yeah. Es geht ab. Hör auf anzugeben. Ich kann auch gut klettern. Aber jetzt hat man schon von 19 Uhr weiß. Das ist aber erst 15 Uhr. Ja, hier ist voll früh die Sonne. Geht voll schnell unter. Ja. 16 Uhr oder so. Gerade Winterzeit ist. Im Sommer das. Ganzen Tag. Bis 21 Uhr oder so. Im Sommer, wie lange ist es hell? 20 Uhr, 21 Uhr. Boah. Digga, ich gehe studieren, tut mir leid. Sorry an Delay Sports. Es hier halt nicht wirklich kalt wird, wie ihr merkt. Komm mal rüber! Idioten. Dieses Jahr, allein mit meinem Team von hier, waren wir in Senegal und in Deutschland, hatten eine International Tour. Ich habe gespannt, was sie so für Roadtrips gemacht haben. Und dann waren wir jetzt im November gerade erst, vor zwei Wochen, auf den Cayman Islands, also Karibik. Ah ja. Letztes Jahr waren wir auf den Bahamas. Und was ist so für dich in USA die schönste Stadt? Wo ist am geilsten zum Leben? Weißt du das? Also ich habe halt bisher nur in L.A. gelebt und muss sagen, es ist echt sehr nice hier zu wohnen. So, hier ist jetzt so ein riesiger Platz. Da ist das Football? Soccer. Fußball? Ja, Fußball. Achso, Fußballplatz. Dann ist hier, was macht man hier? Setzen sich hier Leute hin und essen? Essen, Sonnen, Hausaufgaben machen. Boah, wie cool sieht das aus? Den Treppen da hinten. Da ist irgendein Haus. Müssen wir die Treppen hochlaufen? Ja. Ach, fuck that shit. Ist nicht so schlimm. Was ist das für ein Haus? Sieht wichtig aus. Ja, nee, ist einfach auch so ein... Das war auch einfach ein Spielzeug, wenn ich sagen kann. Aha, wie sieht's denn aus? Ich hab's auch schon in meiner Insta-Story gesagt. Man denkt, man ist in einem Park. Man denkt, man ist in so einem richtig... Guck mal, da liegen Leute auf dem Berg. Ja? Yeah? Guck mal, da liegen welche auf dem Huf. Ja. Das ist... Da machen auch richtig viele... Packen da auch Hängematten und sowas hin. Ja, das ist... Chillen da. Weißt du, was ich sehr beeindruckt habe? Dass hier das Wort chillen. Sehr gut. Nee, ehrlich so. Das alles hier ist auch sehr stressig. Aber die Leute haben eine Grundeinstellung, dass sie entspannt sind. Ja. Du kommst ja aus Deutschland, da gibt es das Gegenteil. Ja, da ist die Grundeinstellung eher nicht entspannt. Ja. Ich sag heute, ich bewerbe mich wirklich für USC. Hier ist es schwer angenommen zu werden. Ich habe sie gefragt. USC ist private und dann kann man einfach zahlen und kommen rein. Aber da sind doch noch reichere. Und? Was ja vielleicht dann ist noch entspannter. Weil die so alle eher rund noch entspannter sind. Dann bleibt der stehen, Digga. Ey Mann, Alter, Sport, Mann. Wo ist Lino? Anstrengend, Mann. Ich fährt mit Roller außen rum. Achso. Sie ist schon mit Roller. Sie ist wet. Das ist so cool alles, ne? Geistkrank. Yes, sir. Mal, wir sitzen jetzt hier so im Park. Der denn gerade ein Video macht, ne? Wir sitzen jetzt hier so im Park auf Hügel mit Ausblick zur Sonne und lernen ein bisschen. The sun came out. I went about to drop top. Party on the block. Geisteskrank, wie schön es hier ist, ne? Leute, wenn ihr das Video bis jetzt geguckt habt, lasst ein Like und ein Abo da. Weil Sydney... Lasst Follows da, 800.000 dieses Jahr noch. Ja, Road to Mio. Ja, sehr korrekt. Sydney gibt euch hier einen sehr guten Einblick, was auf jeden Fall sehr cool ist. Ja, deshalb lasst Liebe da. Wir sind so die... Die war Defenderin of the Year, meinte sie. Ja, Jura ist hier nicht so groß, aber ja, gibt es hier auch. Da hinten, da in die Richtung Medizin. Public Health. Also Gesundheitswesen, Medizin, so ein bisschen. Botanischen Garten? Ja, Botanischer Garten ist in die Richtung, Skulpturgarten ist in die Richtung. Das ist ein Skulpturgarten, Statuen. Keine Skulptur, ja. Lol. Genau. Okay. Also da sind einfach mega Skulpturen und so. Ja, hier sind so Konzerte und sowas drin. Konzerte? Ja. Also so Musik-AG oder so? AG. ja, so oder halt auch so. Richtige Konzerte? Konzerte. Lol. Okay. Das muss immer noch ein Bug sein, das kann nicht sein, dass hier alles so gut funktioniert. Irgendwo muss es einen Haken geben. Das kann nicht so schön sein. Wo ist der Haken, was sagst du? Mental Health. Aha. Anstrengend also. Aber die wirkt gerade so fröhlich hier. Die haben gar kein Problem mit Mental Health. Ich glaube, Mental Health kommt von Sport. Sport, Druck. Sport kann ich mir vorstellen. Es kommt voll drauf an, was du studierst, auch wenn du so im medizinischen Bereich studierst. Oh, Eli hat eine Frage, Achtung. Warum ist das hier überall so sauber? Ich check's nicht. Also es ist alles so krass gepflegt und der ist ja voll belaufen und du musst ja hier. Ja, das hier. Oder was hier investiert, hier kommt, guck mal, ist ja auch abgesperrt, dass da Leute jetzt draufgehen, während es gerade. Ja, das ist ja überall so. Das sieht so aus, wie als wenn du durch so einen Park läufst, ja perfekt zugeschnitten. Wenn du da vorne siehst, sieht aus wie mit zwei Leuten, die da Maintenance machen. Einfach, die stecken da so viel Geld rein. Es ist alles sauber. Ja. Digga, jeder hat hier einen scheiß UCLA-Hoodie. Jeder. Du bist richtiger Student. Ja? Sehe ich aus wie einer? Ein bisschen, ne? Ich sehe aus wie einer vom Team. Sag's mir, welches? Fußball. Fußball? Ich sehe aus wie ein Fußball. Sogar mit Gatorade. Nee, Powerade.
1,50. Football? Ja. Ich bin nicht breit genug. Es gibt auch dünne Footballer. Ich bin Wide Receiver. Ja, so. So ein langer Lachs. Ja, so ein Corner. Ich kenne mich nicht aus. Ich bin Corner, der Corner. Wir kennen uns aus, wir sind gleich im Arm. Ja, stimmt. College ist der Bruder, der Sohn von LeBron James. USC. USC. Wirklich? Ja. Auf der ist er? Ja, die ist hier. Da will ich mich anmelden. Was glaubst du, wie teuer so USC ist? So 10.000? 80.000? Wie viel? Für ein Jahr? Ich gehe ein Jahr aufs USC und ich gebe einen Fuck auf den Kurs, auf die Schule. Und ich lebe da einfach nur. Und so, ich fall durch jeden Kurs durch. Aber USC ist so ein bisschen Ghetto, ne? Sag ich dir jetzt. Was? Doch nicht, nicht Ghetto. Doch nicht, nee. Sag ich dir nur so. Was? Da musst du, da musst du. Ist nicht so schön wie hier so? Nee. Für Gates, die halt, ich glaube, 9 Uhr abends waren die halt zu und da brauchst du einen Code, damit du überhaupt auf den Campus kommst. Okay. Damit nicht irgendwelche Penner und so. Aber sieht's da schön aus, der Campus an sich? Ich finde unseren viel schöner. Ja. Ist auch schon mal ein Brett. Ey, gibt's das College von Zoe 101, Pacific Coast Academy? Gibt's das in echt? Nee, ich glaube sogar. Pacific Coast ist hier in LA. Es wurde hier irgendwo gedreht. Sogar hier oben ist es auch cool. Seht ihr da Unterricht? Ganz ehrlich nicht. Also mein Stipendium beträgt um die 80.000 pro Jahr. Es wird aber übernommen wegen guter sportlicher Leistung. Stark. Ich bin so stolz. Man muss halt dazu wissen, dass ich eigentlich nicht wirklich nach Hause komme. Also Weihnachten zum Beispiel darf ich nicht nach Hause. Mm. Ich komme eigentlich nur im Sommer nach Hause. Oder halt, wenn ich Nationalmannschaft spiele. Jetzt im Februar spiele ich wahrscheinlich Nationalmannschaft. Aha. First Team oder so Jugend? First Team. Stark. Also richtig First Team? Ja. Deutsche Nation. Krank. Ja, Olympia-Quali haben wir im Februar. Geil. Also sonst einfach gar nicht. Darf ich nach Hause. Schade. Okay. Was, wenn ihr so Semesterferien habt? Gibt's das nicht? Wenn ja, Spring Break ist? Oh. Ah, okay. Kenn ich. Also ihr müsst hier runter zu den Okay, danke dir. Ja. Lina muss jetzt zum Unterricht, ne? Ja. Was hast du? Ich habe English Comp 3, das ist eine Writing Class. Ja, genau. Hört sich geil an. Mhm. Du musst jetzt wieder zum Unterricht. Danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Ich glaube, du konntest viel Informationen geben an die Deutschen, die sich da fragen, was geht hier ab, was geht hier ab. Ja, lass gerne Liebe da bei ihr. Instagram ist verlinkt. Und ja, viel Erfolg, gute Besserung. Danke für deine Zeit. Geil. Das ist schlimm. Was auch cool ist, das hat die Vor- und Nachteile natürlich, die öffentliche Leben, aber das ist voll krass, wenn du so einfach durch die Gegend läufst und dich wirklich keiner erkennt oder so oder gar nicht. Das sind ja nicht nur die Leute, die nach dem Bild fragen, das ist ja ganz, das ist gar kein Problem. Aber kennst du manchmal diese Blicke, wenn die dich kennen und dann Bilder von dir machen? Und hier irgendwie, das hat jetzt nichts mit Deutschland oder USA oder so zu tun, sondern es war angenehm. Oder? Findest du nicht? Klar. Und wenn man mal hier einen trifft, dann ist es richtig cool. Ja, dann unterhält man sich. Was macht ihr? Wie lange bleibt ihr? Was macht ihr hier? Warum seid ihr hier? Hier sind die Studentenvereinigungshäuser. Das ist mit Aufnahmeprüfung und sowas. Hier ist das Delta Alpha, ja, Gamma Haus. Sigma Alpha, guck mal, Sigma Alpha heißt es. Da steht, hier sind die Frat Partys, das sind die verrücktesten anscheinend. Theta G. Cool. Ich hab sowas auch noch nie gesehen. Guck mal, die haben ja auf dem Rasen irgendwas, deren Zeichen drauf gemalt. Ja, hier geht's glaube ich so ab da drin. Alter, das ist so nah am. Also der Campus ist da vorne drin. Digga, kann sein, dass die Häuser... Was? Theta? Theta? Theta C. Kann sein, dass diese College... diese Fred-Häuser nur für Partys sind, Digga. Sieht aus wie eine Partystätte. Schon wieder. Die anderen ja auch schon. Das sind auch welche. Lol, das sind alles... Fred-Häuser. Pi, Kappa, Pi. Da auch. Krank. Digga, es ist wie ein Film. Die haben jetzt alle Schluss. Mit dem Fußballtraining. Da hinten wohnen viele. Wahrscheinlich schon ein bisschen zugucken beim Training. Jo, ich bin auch UCLA. Ich bin auch UCLA. Yes, sir. Guck mal, wie schön. Jetzt Training. Aber es wird immer kühl, wenn die Sonne weg ist. So, wir hoffen, wir konnten euch viele Einblicke geben ins College. Ich wurde sehr viel aufgeklärt, ich habe sehr viel gelernt. Ich finde es übertrieben schön, übertrieben geil, das College-Prinzip. Ja, also wer Bock darauf hat oder so, es ist vielleicht ein cooler Lebensabschnitt für euch oder eine geile Möglichkeit für euch, sowas zu machen in eurem Leben. Natürlich ist nicht jedes College so wie hier so, aber allgemein allein für die Erfahrung oder so mein Auslandsjahr machen, ist glaube ich sehr, sehr interessant, sehr geil. Ja, wir hoffen, wir konnten euch unterhalten. Konnten euch ein bisschen die Eindrücke geben, was sich alle gewünscht haben vom College. Ihr habt auch über Partys oder sowas was gehört von den Jungs. Secret Infos. Fußball-Challenge und so gegen die Jungs vom Anfang. Falls ihr weitere Videoempfehlungen habt, das wird jetzt wahrscheinlich ein richtig langes Video. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Das war ein XXL-Video. Ja, das hat aber auch
Ich habe alles gewinnt. So interessant, so eine Tour. Lasst Liebe da, lasst Likes da, kommentiert was Schönes. Lina war sehr sympathisch. Nicht selbstverständlich, dass sie Zeit nimmt, 3 Stunden hier mit uns rumzulaufen. Folgt ihr auf Instagram, schreibt ihr was Liebes. Kommentiert unter die Kommentare. Ja, kommentiert unter das Video. Wenn ihr bis zum Ende geguckt habt, was dann die kommentieren musst, Hashtag Kugel. Hashtag Kugel. Kommentiert. Gib Kugel 3. Ja, und ich bewerbe mich beim USC für ein Jahr. Der kommt Vlogs yes, vom College. Sir. Gideon in school. Ey, oder free. Splash. Nee, lass gerne ein Like da lassen, aber da. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt. Du willst dich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du nicht brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nicht, und ich auch. Ich bin dein Wingman. Check die Karte auf und was willst du drehen? Mit dem Wingman kann ich yeah. Mit deinem Baum. Oh mein Gott. Yeah.